Das ist die Demonstration der ersten Version vom Abroller in der Animations-Workbench. Wir haben folgende Aufgabe. Wir wollen diese Rolle auf diesem Teil hier abrollen. Und dazu brauche ich zunächst mal eine Kurve, die hier außen lang führt, wo abgerollt wird, als B-Spline. Also man kann zum Beispiel folgendes machen. Man kann von so einem Nocken, den wir jetzt da haben, blenden den Rest mal aus. Kann man jetzt die Fläche extrahieren mit FreeCAD-Bordmitteln, dann hat man die Fläche. Wenn man die Fläche hat, kann man daraus einen Weiher, also eine Kante, die außen rundherum extrahieren, und aus dieser kann man dann mit Draft eine B-Spline machen. Die sieht jetzt so aus. Und jetzt geht's los. Ich habe dann den Nocken, über den abgerollt wird, und ich habe die Rolle, die abrollen soll, und ich habe die Kurve, auf der lang geführt wird. Jetzt wähle ich die in der Reihenfolge aus. Erst die Kurve, dann die Rolle, dann den Nocken. Und so erzeuge ein Abroller. Dann haben wir den Abroller da. So, der erzeugt eigentlich Nebenobjekte. Ich kann den schon mal testen, indem ich beim Abroller einfach das Attribut Animation hier ändere. Und dann merke ich, wie der hier so abgerollt wird. Es gibt jetzt hier einige Hilfsobjekte. Also das eine ist diese B-Spline Path. Das ist die Kurve, auf der der Mittelpunkt der Rolle sich bewegt. Dann habe ich die eigentliche B-Spline und B-Spline Offset. Das sind Hilfsgrößen zur Berechnung. Und wenn man eben noch keine Rolle hat, gibt es hier eine Dummy-Rolle. Diesen Scooter hier, das ist einfach eine Kreisscheibe. Und das Zentrum, diese Kreisscheibe, die abgerollt wird. Und dann sieht man, wenn man das hier hat, man kann jetzt hier den Mittelpunkt der Scheibe sich dort drauf bewegen lassen und von dort aus neue Berechnungen anknüpfen. Wenn man aber schon eine Rolle hat, dann ist man gut dabei, dann funktioniert das gleich so. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, eben einfach zu sagen, dieses Attribut hier zu ändern für das Abrollen. Ich kann aber auch den Abroller unter einen Animationsmanager stellen und kann sagen, diesen Animationsmanager, den öffne ich mit Doppelklick und dann lasse ich den laufen und dann rollt diese ganze Geschichte hier drüber ab. So, die einzelnen Teile, die ich animiere, lege ich immer als Compounds an. Also Nocken und Rolle sind Compounds und beim Nocken ist jetzt wirklich nur ein Objekt drin. Bei der Rolle sind momentan zwei drin. Da ist jetzt eine Rolle drin und es ist ein Zylinder drin. Und der Vorteil von solchen Compounds ist, dass ich jetzt hier relativ leicht weitere Teile hinzufügen kann. Ich kann also einfach sagen, ich möchte gern hier ein weiteres Objekt hinzufügen. Gehe ich auf Part oder irgendwo hin, erzeuge mir ein weiteres Objekt. Das ist jetzt da. Dann wähle ich dieses Objekt aus, die Rolle aus. Und sage Compound, Add Selection to Compound. Und dann ist dieser Würfel hier drin. Den Würfel könnte ich jetzt auch noch ein bisschen verändern. Ich könnte, was weiß ich, seine Länge kleiner machen, seine Breite kleiner machen, seine Höhe größer machen und könnte ihn verschieben. Minus 3 machen wir und hier auch minus 3 und dann liegt er jetzt genau hier in der Mitte drin und dann ist dieser Cube hier in dieser Rolle mit dabei. Okay, und wenn ich die Animation ihn jetzt laufen lasse, dann merke ich, der dreht sich jetzt einfach mit. Auf die Weise kann ich also eine einfache Konstruktion so nach und nach mit Teilen anreichern für die Animation und ich denke, das ist ganz nützlich, wenn erstmal das Grundgerüst steht. So, jetzt haben wir das. Die nächste Sache, was ich jetzt habe, ist eine zweite Rolle. Bei dem Beispiel aus dem Forum geht es ja darum, dass hier eine Rolle läuft und auf der anderen Seite die zweite Rolle. Die habe ich jetzt hier, das ist die Gegenrolle. Und für die Gegenrolle habe ich jetzt einen Placer. Und dieser Placer sorgt dafür, dass die Gegenrolle richtig positioniert wird. Den schalte ich jetzt mal aktiv.
Also nochmal aus, wenn ich den ausschalte und ich bewege, dann bewegen sich nur diese beiden Teile. Die sind jetzt durch den Abroller definiert. Wenn ich den Bläser einschalte, dann dreht sich die zweite oder bewegt sich die zweite Rolle mit. Das sieht man jetzt hier so. Die ist immer genau auf der Gegenseite. Und wie macht man das jetzt im Einzelnen? Dann schauen wir uns den Bläser an. Beim Bläser gibt es so einige Einstellungen. Und diese Einstellungen kann ich mal vergrößern. Ich hole jetzt einfach mal die Lupe hier rein, das sieht man das besser. Also das erste ist hier, es gibt dieses Attribut Source. Source sagt, hole dir die Informationen, die Koordinaten vom Objekt Rolle. Das Target ist das Objekt, was animiert wird, das ist die Gegenrolle. Und die Funktionen. Die Funktionen, wichtig ist eigentlich diese Funktion hier, die X-Koordinate von der Gegenrolle, ist jetzt einfach ausgesprochen die Koordinate von der Rolle minus 72, also in die genau in die Gegenrichtung verschoben. Und damit diese Drehung noch funktioniert, muss man hier diese ganzen Werte angeben. Also dieses Mat Square Root SX Quadrat plus SY Quadrat, das ist die Entfernung des Rollenobjekts vom Koordinatenursprung. Und da rechnen wir den Gegenvektor aus mit minus 72 in die andere Richtung. Und mal SX durch diesen Mat Square Root bedeutet, dass ich quasi den Winkel auf die andere Seite antrage. Das ist momentan noch ein bisschen kompliziert. Da kann man vielleicht noch sagen, dass man noch eine weitere Variable hier einführt. Das SX ist die X-Koordinate von der Source, also von der Rolle hier oben. Und SY ist die Y-Koordinate von der Rolle. Das ist der Drehwinkel. Der wird jetzt einfach mal auf die andere Seite übertragen. Spielt in dem Fall in diesem Beispiel aber überhaupt keine Rolle, das braucht man ja nicht. So, und das steht jetzt alles hier drin. Und das heißt, der Bläser übernimmt also immer diese Koordinaten. Vereinfacht gesprochen, misst diesen Punkt, sagt von diesem Punkt aus muss ich jetzt in diese Richtung gehen und zwar 72 Einheiten. Und dann ist er immer auf der Gegenseite da und dann funktioniert das auch alles ganz gut. Man kann das einfach so drehen. Das heißt, dieses zweite Objekt ist vom ersten Objekt abhängig. Jetzt am Ende noch ein paar Parameter vom Abroller. Die Variable annehmen wird durch den Animationsmanager umgesetzt. Läuft also von 0 bis 100. Kammschaft ist das Ding, auf dem abgewickelt wird, der Nocken. Der Scooter ist das, was abrollt. Das ist die Rolle hier, also dieses Compound, jetzt mittlerweile mit diesem roten Zylinder und mit dem blauen Quader dabei. Der Pfad, wo abgerollt wird, ist die B-Spline. Alle anderen Objekte werden dann abhängig davon gemacht. Also B-Spline verzieht sich immer relativ zu diesem Segmentzylinder. Die liegt natürlich jetzt einfach so im Raum. Das andere sind ja alles animierte Daten. Und halt, jetzt habe ich den hochgezogen. Was haben wir als nächstes? Der Offset-Value, das ist quasi der Abstand des Rollzentrums von der Oberfläche, sprich der Radius von dieser Rolle. Dann haben wir ein paar Hilfsobjekte, die können auch ausgetauscht werden. Die braucht man nicht weiter zu ändern. So, es gibt noch einen Mode und der Mode ist momentan Rotate Camshaft. Ich lasse das mal laufen. Wenn das also so läuft, dann rotiert die Nockenwelle und die beiden Kreise oder Zylinder folgen. Wenn ich das umschalte auf den anderen Mode, Roll Scooter, dann ruht die Nockenwelle und nur die beiden Kreise bewegen sich. Wenn das jetzt alles zu schnell geht, meistens ist es ja das Gegenteil, dann muss man beim Manager hier die Sleep Time verändern. Und das ist quasi immer die Pause zwischen zwei Frames und die kann ich jetzt mal runtersetzen auf ein Zehntel Sekunde und dann läuft das schön langsam und man könnte das rein theoretisch jetzt auch hochsetzen auf eine halbe Sekunde und dann kann man sich jeden Frame genau anschauen, wie der jetzt hier abläuft.